here is a bulletin from cbs news in dallas texas three shots were fired at president kennedy's motorcade in downtown dallas the first reports say that president kennedy has been seriously wounded by this shooting i didn't shoot anybody sir i haven't been told what i'm here for you have a lawyer no sir i don't I'm just Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Wildnis der Spiegel, meinem Podcast über das Kennedy-Attentat. Die heutige Episode beschäftigt sich mit einem Fall, der, um ehrlich zu sein, in Erstaunen versetzt. Der Name Ralph Yates war mir lange nicht geläufig und blieb auch vielen Researchern verborgen oder erhielt nur eine sehr kurze Erwähnung, da es etwas war, womit niemand so richtig etwas anfangen konnte. Doch als ich über Ralph Yates in dem Buch JFK and the Unspeakable las, wanderten meine Augenbrauen stetig nach oben. Mache dir also einen Tee oder schneide dir ein Stück Kuchen ab, denn es wird eine verdammt interessante Episode. Hierzu ist es allerdings auch wichtig, dass du die Folge Nummer 2 meines Podcasts schon gehört hast oder zumindest über Lee Harry Oswald und die Gardinenstangen-Geschichte Bescheid weißt. Das ist ja eine Geschichte, die von der Warren-Kommission sehr gerne aufgegriffen wurde und in der Überführung von Oswald als den Mörder von Kennedy und J.D. Tippett eine zentrale Position erhielt. Hier nochmal die Eckdaten zusammengefasst: Lee Harvey Oswald lebte in den Wochen vor dem Attentat in einer etwas grau schattierten Situation bezüglich seiner Ehe. Seine Frau Marina und die Kinder lebten bei Ruth Payne in Irving. Irving ist ein Vorort von Dallas. Lee Harvey Oswald lebte zu diesem Zeitpunkt allein in einem möblierten Zimmer in Untermiete in Oak Cliff. Nun, Oak Cliff ist westlich von Downtown Dallas und es war recht günstig für Oswald, um täglich in die Arbeit zu fahren, also in das Texas Schoolbook Depository in der Dealey Plaza. Das ließ sich sogar zu Fuß laufen, sollte man sportlich sein wollen, hätte dann aber sicherlich 45 bis 60 Minuten gedauert. Aber Oswald pendelte dann mit dem Bus in die Arbeit wie so viele. Das war eine Fahrstrecke von 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie viele Bushaltestellen es da gab. Es ist auch wichtig, sich zu erinnern, dass Lee Harvey Oswald kein Auto fuhr und keinen Führerschein hatte. Nur am Wochenende verbrachte Oswald die Zeit bei Ruth Payne, um bei den Kindern und bei Marina zu sein. Die Reise von Downtown Dallas nach Irving war dann schon eine beachtliche Strecke, für die man vermutlich eine Stunde mit den lokalen Bussen einplanen musste. Doch Oswald löste es damit, dass er mit dem Kollegen Buell Wesley Frazier fuhr. Frazier war der Mann, der Wochen zuvor Ruth Payne erzählt hatte dass im Texas Schoolbook Depository noch Mitarbeiter gesucht werden, was Ruth Payne dann Lee Oswald zusteckte. Es würde zu weit gehen, zu behaupten, dass Buell Wesley Frazier und Oswald nun dicke Freunde waren, aber Lee Harvey Oswald nutzte die Tatsache, dass Buell Wesley Frazier jeden Tag aus Irving in die Arbeit pendelte und so fuhr Oswald zweimal in der Woche mit ihm immer mit, stets am Freitagabend nach der Arbeit so dass er dann das Wochenende in Irving blieb und dann Montag früh wieder bei Buell Wesley Frazier ins Auto sprang und die beiden zusammen nach Downtown Dallas zum Arbeiten fuhren. Dann von Montag bis Freitag war Oswald wieder auf sich allein gestellt und übernachtete in Oak Cliff. Soweit ist es hoffentlich klar. In der Woche des Anschlags auf John F. Kennedy änderte Oswald seine Routine, indem er am Donnerstag im Verlauf des Tages Bill Wesley Frazier fragte, ob er ihn denn nicht schon heute nach Irving mitnehmen könnte. Die beiden arbeiteten im selben Gebäude, also liefen sie sich dort mehr als genug über den Weg. Für Frazier war das kein Aufwand und Oswald erklärte die Sache damit, er hätte bei Ruth Payne einige Gardinenstangen gebunkert, die er in seinem Zimmer in Oak Cliff aufhängen wollte. Diese Episode wurde zu einem zentralen Versatzstück in der Überführung von Oswald, da so die Warren-Kommission erklärte, wie Lee Harvey Oswald das Gewehr an seinen Arbeitsplatz brachte. Die gesamte Befragung von Buell Wesley Frazier erschien dann im Band 2 der Warren-Aufzeichnungen und ist durchaus extrem detailliert. Und die Assassination-Researcher haben sich viel... An den Größenangaben von Buell Wesley Frazier abgearbeitet, denn die Maße, die er für das Paket angibt, scheinen nur sehr schwer auszureichen, um darin ein auseinandergebautes Gewehr samt zielfernrohr zu verstecken. Zumal die Maße einer mannlicher Carcano natürlich bekannt sind und es mutet wie eine unglaubwürdige Situation an, dass man Buell Wesley Frazier ein auseinandergeschraubtes Gewehr, das in Packpapier eingewickelt ist, als ein paar dünne Gardinenstangen verkaufen könnte. Aber wir sind nicht dabei gewesen. Die gängige Annahme ist, dass Lee Harvey Oswald das verpackte Gewehr in die sechste Etage brachte, wo er sich tagsüber immer wieder aufhielt, da er von dort die bestellten Bücher zusammenstellte, um sie in Packpapier zu verpacken und versandfertig zu machen. Und die berühmte Papiertüte, die er sich sozusagen für das Gewehr gebaut haben soll, wurde von der Polizei dort gefunden. Und es gibt eine Menge Probleme mit den Maßen dieser Papiertüte, insbesondere falls dies dieselbe Tüte sein soll, die Oswald bei Buell Wesley Frazier auf den Rücksitz gelegt hatte, bevor sie dann morgens von Irving nach Dallas fuhren. Okay, okay. An dieser Stelle eine kleine Auszeit fast die gesamte JFK Forschung findet in USA statt und das bedeutet, dass sämtliche Angaben zu Längen und Größen eben in ihren verrückten Einheiten gehalten werden. Das ist etwas, das tue ich euch gar nicht erst an. Also werde ich im Sinne dieses Podcasts immer sämtliche Angaben in metrische Einheiten übertragen, aber im Gegensatz müsst ihr verstehen, dass die Originalangaben und die Originalformulierungen, auf die ich mich dabei beziehe, Angaben in Yard, Fuß und Zoll beinhalten. Zurück zu Buell Wesley Frazier. Und das ist wichtig, denn Fraziers Zeugenaussage ist das Herzstück der gesamten Warren-Kommission. Sein Bericht ist unverzichtbar für die Überführung von Lee Harvey Oswald als den Mörder von John F. Kennedy. Ich meine, das Ganze steht letztendlich auf diesen drei Bausteinen. Erstens. Oswald hatte ein mannlicher Carcano 6,5 mm Gewehr gekauft. Zweitens, er hatte es am Freitagmorgen in einem Beutel aus Packpapier in die Arbeit geschmuggelt und drittens dort wurde es kurz nach der Ermordung von JFK von der Polizei gefunden. Case closed. Oswald schuldig. Und ganz ehrlich, was bringt es schon, wenn ich euch irgendwelche exotischen Anekdoten präsentiere darüber, was in der Dili Plaza geschah, zwei Stunden vorher und zwei Stunden nachher und wer sah was. Das wäre doch alles sehr unwesentlich, wenn im Mittelpunkt diese drei Fakten stehen. Oswald kauft Gewehr, Oswald schmuggelt Gewehr in die Arbeit, Gewehr wird nach dem Attentat gefunden. An dieser Stelle wird so ein Podcast doch eher eigennützig zum Aufwühlen von Sand im Aquarium, aber mehr als das dann auch nicht. Also müssen wir uns dieses Detail mit äußerster Präzision anschauen, denn es ist das zentrale Mosaikstück der Warren-Kommission. Auf der Seite 129 des Abschlussberichts der Warren-Kommission wird die ganze Geschichte mit den Gardinenstangen erzählt. Werfen wir also einen Blick darauf. Der Warren Report sagt, dass Oswalds Reise nach Irving am Donnerstag, also um die Gardinenstangen von Ruth Baines Haus zu holen, unmöglich dem Zwecke gedient haben kann, Gardinenstangen zu besorgen, zumal seine Vermieterin, Frau Johnson, zur Aussage gab, dass Oswalds möbliertes Zimmer in der North Beckley Avenue durchaus Gardinen und Gardinenstangen hatte und dass Oswald mit ihr niemals das Thema der Gardinenstangen angesprochen hatte. Der Warren Report sagt hier also deutlich, dass Oswald sich die Gardinenstangen ausgedacht hatte, um gegenüber seinem Fahrer, sprich Bill Wesley Frazier, erklären zu können, weshalb er Freitagmorgen von Irving mit einem länglichen, verpackten Gegenstand in die Arbeit fuhr. Es ist eben nicht einfach ein Attentäter ohne Führerschein und Auto zu sein. Der Warren-Report betont auch, dass in der Garage tatsächlich zwei leichte Stangen gefunden wurden, die offensichtlich als Gardinenstangen dienen konnten, die aber nach Oswalds Abreise in der Garage zurückgeblieben waren. Und der Bericht erwähnt auch, dass keine Gardinenstangen an Oswalds Arbeitsplatz gefunden wurden. Der Warren-Bericht ist an dieser Stelle sehr minutiös. Da werden mit äußerster Genauigkeit die Stunden und Minuten am Vorabend, also am Donnerstag, beschrieben, als Lee, Harvey Oswald, seine Frau Marina und die Kinder bei Ruth Bane besuchte. Wann hat er mit den Kindern gespielt? Wann wurden die Kinder zu Bett gebracht? In welcher Reihenfolge? Wo hielt sich Oswald währenddessen auf? Natürlich in der Garage. Hier bastelte er also aus dem Verpackungspapier, das er einige Stunden zuvor aus der Arbeit, wir erinnern uns, er hat den ganzen Tag Schulbücher in genau dieses Papier verpackt. Mitgebracht hat er eine längliche Tüte, die an beiden Enden zugeklebt ist. Und in diese Tüte schob er die auseinandergeschraubten Komponenten des Gewehrs rein. Das Paket war fertig, um so am nächsten Morgen auf den Rücksitz von Buell Wesley Fraziers Auto gelegt zu werden. Am nächsten Morgen, um circa 7.15 Uhr, während Marina Oswald noch immer im Bett schläft, geht Oswald in die Garage nimmt das Paket an sich und geht damit ungefähr 50 Meter in die Nachbarschaft, wo sich das Häuschen von Linny May Randall befindet. Linnie May Randall befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche an der Geschirrspüle, die in typisch amerikanischer Manier direkt unter dem Fenster eingebaut ist, sodass man, während man zum Beispiel Geschirr abspült, auf die Straße oder in den Garten schauen kann. Ihr Bruder Bill Wesley Frazier befindet sich im selben Raum am Tisch und frühstückt. So sieht Linnie May Randall Oswald die Straße kreuzen und geradeaus die Ausfahrt anvisieren, wo Frazier sein Auto geparkt hatte. Linnie May Randall gab zur Aussage, dass Oswald ein großes braunes Paket trug. Sie gab gegenüber der Warren-Kommission interessante Details zur Aussage. So sagt Linnie May Randall, dass Oswald das Paket in einer Weise trug, als würde er es umarmen. Das Paket hatte sich mehr zum Boden hin ausgebeult, während es am oberen Ende dünner war. Sie öffnete daraufhin die Küchentür und sah, dass Oswald an Fraziers Auto herantrat, die Tür öffnete und das Paket auf den Rücksitz legte. Miss Randall sagte, das Paket sei 28 Zoll lang und ungefähr 8 Zoll breit gewesen. Das sind 71 Zentimeter Länge und 20 Zentimeter Breite. Miss Randall fand auch, dass dieses Paket durchaus Ähnlichkeit mit dem Paket hatte, das man ihr später zeigte und das in der sechsten Etage des Texas School Book Depository gefunden wurde, also der berühmte äh, Papierumschlag. Frazier gab bei der Warren-Kommission zur Aussage, er hätte an der Küchentür Oswald begrüßt und die beiden wären zusammen zum Auto gegangen, um von Irving nach Texas zu fahren, in die Arbeit. Nun fand die bekannte Konversation zwischen den beiden statt, bei der Buell Wesley Frazier Oswald fragte »What's in the package, Lee?« und Oswald antwortete »Curtain Rats« und Buell Wesley Frazier daraufhin »Oh yes, you told me you are going to bring some today.« »Was ist in dem Paket, Lee?« Antwort »Gardinenstangen«. Daraufhin Frazier »Oh ja, du sagtest doch, dass du heute welche mitbringst.« Frazier, der nun einen deutlich genaueren Blick auf das ominöse Paket bekam als seine Schwester, gab gegenüber der Warren-Kommission an, siehe auch Seite 133 des Abschlussberichtes, das Paket hätte eine Länge von 2 Fuß plus minus paar Zoll und eine Breite von 5 oder 6 Zoll. Das wären also 61 Zentimeter plus minus paar zerquetschte mit einer Breite von ungefähr 14 Zentimeter. Das ist gerade in der Beschreibung der Breite des Pakets sehr inkonsistent mit seiner Schwester. Aber sie sah es auch nur, während Oswald über die Straße ging. Das muss man ins Kalkül nehmen. Während sie nun zusammen in die Arbeit fuhren, fragte Frazier, wo denn heute Oswalds Mittagpause sei. Offensichtlich trug diese Oswald zumeist in einer typischen braunen Tüte zur Arbeit. Oswald antwortete, er würde sich heute was zum Mittagessen kaufen. Frazier parkte das Auto zwei Häuserblöcke nördlich der Texas Schoolbook Depository. Oswald nahm das Paket vom Rücksitz und ging sogleich voraus. Frazier schaffte es nicht mehr, ihn einzuholen, zumal er es auch nicht eilig hatte, da er an der Stelle, wo sich die Gleise kreuzten, einige Sekunden dem Waggonwechsel bei einem Zug zugesehen hatte. Das ist dieselbe Stelle. Wo einige Stunden später Lee Bowers von dem Zugkontrollturm seltsame Bewegungen und Aufblitzen an dem Holzzaun beobachten würde. Das tut hier aber nicht zur Sache. Frazier kann aber Oswald die ganze Zeit sehen, wie er vor ihm die Rückseite des Texas Schoolbook Depository ansteuert. Und Bewesley Frazier verwickelt sich an dieser Stelle in einen kleinen Widerspruch, als er dieses winzige Detail beschreibt, aber auch so seltsam betont. Und zwar, dass auf dem Weg vom Parkplatz zum Gebäude Oswald das Papierpaket so trug, dass das eine Ende des Pakets sozusagen auf seiner Handfläche ruhte, während das andere Ende des Pakets unter seiner Achselhöhle klemmte. Ich glaube, Frazier wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Oswald das Paket in einer Art und Weise trug, die vielleicht besonders unscheinbar oder unauffällig war. Das Problem ist nur, dass eine auseinandergebaute Mannlicher Carcano einfach eine gewisse Mindestlänge haben muss. Im Abschlussbericht der Warren-Kommission gibt es auf der Seite 132 Fotos nicht nur von dem Mannlicher Carcano-Gewehr samt Maßband, sondern eben auch von der berüchtigten Papiertüte, die beide im Texas Schoolbook Depository gefunden wurden. An dieser Stelle kann jeder von uns ein wenig der Researcher sein und eine Menge dieser Fakten nachprüfen macht das also mal mit, wenn ihr wollt. Ihr braucht dafür einen Zollstock oder eine dünne Holzstange, die man gut sägen kann oder vielleicht einfach nur einen ausklappbaren Messstock, wie es Handwerker benutzen. Ihr wisst schon, wo an der Seite irgendeine Werbung fürs Bausparen drauf gedruckt ist. Der Warren Report gesteht, dass das Augenmaß von Buell, Wesley Frazier und das seiner Schwester Lini May Randall etwas ungenau sein mag, da eine auseinandergebaute Carcano einfach nicht in eine solche Tüte passen würde, die nur 72 cm lang ist. Das geben die zu und deuten dabei an, dass sich das Geschwisterpaar ein wenig verschätzt hat, insbesondere Frazier. Was etwas seltsam ist, da er das Paket deutlich genauer gesehen hat. Was hat das zu bedeuten? Nun, bei diesem Gewehr im auseinandergebauten Zustand ist die längste Komponente, also der Lauf des Gewehrs, 72 cm lang, insbesondere wenn das Zielfernrohr dranbleibt. Und das wäre deutlich zu lang, zumindest für die Größenangabe von Buell Wesley Frasier und extrem knapp für die Größenangabe von Linnie May Randall. Das macht aber der Warren kommission keine großen Sorgen, da sie ja die Papiertüte innerhalb einer Stunde nach dem Anschlag im Texas Schoolbook Depository gefunden haben. Und diese Tüte hat eine Länge von 38 Zoll und das entspricht 96,5 Zentimeter. In diese Tüte würde das Gewehr reinpassen. Jetzt nimmt also diese Stange, ein dünner alter Ast aus dem Garten oder etwas in der Art reichen auch, und kürzt es entsprechend auf diese Länge. 96,5 cm. Oder einfach nur den Gliedermaßstab so lange auseinanderfalten, bis sich 96 cm offenbaren. Das ist eure Paketlänge, wie sie von der Dallas-Polizei festgestellt und mit Maßband fotografiert wurde. Jetzt stellt euch kurz hin und versucht diese Stange so zu tragen, dass das eine Ende in eurer Achselhöhle steckt und das andere Ende sozusagen in eurer Handfläche oder in den gekrümmten Fingern ruht. Ich bin 191 cm hoch mit recht langen Armen, aber dieses Paket reicht immer noch bis zu meiner Schläfe. Als im Vorjahr Lee Harry Oswald seine kuriosen Straßenaktivitäten in New Orleans veranstaltet hatte, wo er die Handzettel des Fair Play for Cuba Committee verteilte, kam es zu einem Handgemenge mit Carlos Bringier und seinen Gefolgsleuten, was mit einer kurzzeitigen Verhaftung von Oswald endete. Dort wurde von Lee Harvey Oswald ein Ganzkörper Polizeifoto gemacht, mit Maßstab an der Wand hinter ihm. Dort kann man deutlich sehen, dass Oswald knapp über 172 cm groß war, neben mir also eher kleinwüchsig gewirkt hätte. Es gibt keine Möglichkeit, dass Oswald zumindest die Tüte, die von der Polizei gefunden wurde, auf die Art und Weise getragen hatte, wie Frazier es beschreibt. Vergessen wir also die reale Tüte, die im sechsten Stockwerk gefunden wurde, obwohl sie eigentlich ein Herzstück der Ermittlungen ist, und nehmen die Angaben unter die Lupe, die von Frazier selbst stammen, also 61 cm. Eine solche Tüte könnte ich tatsächlich in einer Art und Weise tragen, wie Frazier es beschreibt. Gerade noch so. Sprich, ich kann ein Testobjekt, das 61 cm lang ist, mit meinen Fingern halten, während das andere Ende unter meiner Schulter klemmt. Es ist zwar sehr unbequem und wirkt absurd, weil es gerade noch so klappt, aber okay. Hier ist natürlich das Problem A, dass Oswald 30 cm kleiner war als ich und somit möglicherweise große Mühen hätte, sogar ein Paket dieser Größe so zu tragen, wie es von Frazier beschrieben würde. Aber falls du vielleicht ungefähr 172 cm hoch bist, kannst du damit in einer Weise experimentieren, wie ich es nicht kann. Aber über all dem thront das Problem B, dass die Frasier-Angabe von 161 cm einfach 15 cm zu kurz ist, um in diese Verpackung den Lauf einer männlichen Karkano reinzuschieben, ohne dass ein Stück des Gewehrs sichtbar herausragt. Die ganze Story ist also nicht gerade rund. Könnte es rationale Erklärungen dafür geben? Nun, es ist wichtig zu verstehen, dass Buell Wesley Frazier und seine Schwester, naja, einfache Leute sind. Da sind keine Intellektuellen. Es fällt durchaus auf, dass der recht belesene und sprachkundige Lee Harvey Oswald sich mit Buell Wesley Frazier wenig zu sagen hatte. Somit, es kann natürlich sein, dass Frazier Oswald von hinten sehen konnte an den Gleisen. Wie Oswald vielleicht das Paket irgendwie ein paar Sekunden unter dem Arm drapierte, vielleicht ohne viel Erfolg. Und in Fraziers Gehirn verfestigte sich diese vollkommen unwichtige Impression als etwas sehr Konkretes, was die Warren-Kommission dann mit abdrucken musste, obwohl sie genau wussten, dass solche Ausschmückungen nur Unsauberkeit in die Sache reinbringen. Zumal sie Fraziers Aussage als extrem wichtig eingestuft haben, als eine zentrale Sequenz in der Rekonstruktion des Tathergangs, die berühmte Gardinengeschichte, Ich möchte an dieser Stelle einen Absatz aus dem Originalabschlussbericht der Warren Kommission lesen, um zu zeigen, wie sie dieses Problem aufzulösen gedachten. In deciding whether Oswald carried the assassination weapon in the bag which Frazier and Mrs. Randall saw. The Commission has carefully considered the testimony of these two witnesses with regard to the length of the bag. Frazier and Mrs. Randall testified that the bag which Oswald was carrying was approximately 27 or 28 inches long, whereas the wooden stock of the rifle, which is the largest component, measured 34.8 inches. The bag found on the sixth floor was thirty eight inches long when frazer appeared before the commission and was asked to demonstrate how oswald carried the package, he said, like I said, I remember that I didn't look at the package very much. But when I did look at it, he did have his hands on the package like that and at this point Frazier placed the upper part of the package on his armpit and attempted to cup his right hand beneath the bottom of the bag. The disassembled rifle was too long to be carried in this manner. Similarly, when the butt of the rifle was placed in Frazier's hand, it extended above his shoulder to ear level. Moreover, in an interview on December 1, 1963, with agents of the FBI, Frazier had marked the point on the back seat of his car, which he believed was where the bag reached when it was laid on the seat with one edge against the door. The distance between the point on the seat and the door was 27 inches mrs randall said when shown the paper bag that the bag she saw oswald carrying wasn't that long i mean it was folded down at the top as i told you it definitely wasn't that long and she folded the bag to a length of about twenty eight and a half inches. frazier doubted whether the bag that oswald carried was as wide as the bag found on the sixth floor although mrs randall testified that the width was approximately the same the commission has weighed the visual recollection of Frazier and mrs randall against the evidence here presented that the bag oswald carried contained the assassination weapon and has concluded that Frasier and randall are mistaken as to the length of the bag mrs randall saw the bag fleetingly and her first remembrance is that it was held in oswald's right hand and it almost touched the ground as he carried it frasia's view of the bag was from the rear he continuously advised that he was not paying close attention. For example, he said, I didn't pay too much attention to the way he was walking because I was walking along there looking at the railroad cars and watching the man on the diesel switch, them cars, and I didn't pay too much attention on how he carried the package at all. Frezier could easily have been mistaken when he stated that Oswald held the bottom of the bag cupped in his hand with the upper end tucked into his armpit. Die Kommission hatte also die ganze Paketsituation für Bill Wesley Frazier nachgebaut, mit einer echten Carcano drin und ihm gebeten, diese ganze Art, das Paket zu tragen, für sie nachzustellen. Und Frazier machte dabei eine recht schlechte Figur, da das obere Ende des Pakets ihm bis zu den Ohren reichte und unmöglich unter dem Arm getragen werden konnte. Das ist auch, wo Frazier sich dann in Ausflüchte begibt und zur Aussage gibt, er hätte so genau auf das Paket nicht geachtet das andere problem war, dass beide, frazier und seine schwester, den papierumschlag aus dem schoolbook depository in frage stellten, weil sie beide vehement darauf bestanden, dass das paket, das sie sahen, eben kürzer und vor allem schmaler war. doch die warren kommission brauchte dringend das paket aus dem sechsten stockwerk, da in das paket, wie es von bill wesley frazier und seiner schwester dargestellt wurde, das gewehr einfach nicht reinpasste. Einerseits hatten sie also in Bule Wesley Frazier einen echten Grundzeugen gefunden, der ihnen half, Oswald zu überführen, zur gleichen Zeit aber konnte Frazier wiederum nicht genug seinen Mund halten, <laughs> wenn es um Details ging, was ihnen dann wiederum Kopfzerbrechen bereitete. Die Schlussfolgerung, so wie ich es vorhin aus dem Warren Report gelesen hatte, lautete eben, dass die beiden Geschwister eine wahre Geschichte erzählt haben, aber ein miserables Augenmaß haben. Okay. Was denken die JFK Assassination Researcher über die ganze Sache? Nun, das ist eine komplexe Frage. Ich muss mich bei ihr auch ein wenig hinter dem Ohr kratzen, bevor ich eine Antwort gebe. Aber das tue ich eher deshalb, weil ich nicht so früh im Prozess, also bei der Episode 4 dieses Podcasts, bereits für einen kompletten Spinner gehalten werden möchte. Aber mal ernst. Es wird weitgehend angenommen oder postuliert, dass die gesamte Gardinenstangengeschichte eine Lüge ist. Komplett erfunden und daraufhin 60 Jahre lang immer wieder bei unzähligen Anlässen von Buell Wesley Frazier wiederholt. Frazier ist übrigens gelegentlich Gast bei allen möglichen Conventions, wo sich die Assassination Researcher begegnen. Er hält dort manchmal einen kleinen Vortrag, wo er die Gardinenstangengeschichte erneut und erneut erzählt. Und sie klingt genauso frisch wie am ersten Tag. Es ist mehr wie ein Gedicht. What's in the package, Lee? Er hat manchmal auch einen eigenen Stand, wo er kurze Gardinenstangen verkauft, die von ihm signiert sind. Ich denke es mir nicht aus, das ist eben Amerika. Ich bin sicher, seine Gedenkgardinenstangen sind so kurz gehalten, dass er sie bei Anfrage problemlos zwischen seiner Achselhöhle und seiner Handfläche spannen kann. Doch warum sollte das eine Erfindung sein? Die Warren-Kommission hatte buell wesley Frazier nie zu etwas gezwungen. Und das Interview mit ihm ist sehr zivilisiert. Sie druckten sogar all die Ungereimtheiten ab, die er von sich gab, obwohl sie dem Fall eher schadeten. Um diese Frage besser zu beantworten, muss ich etwas weiter ausholen und etwas Wichtiges sagen, das uns im Verlauf dieses Podcasts nie wieder verlassen wird. Somit, hier ist es. Die Gesamtheit. Aller Researcher, Journalisten und Publizisten, die in den letzten 60 Jahren Bücher geschrieben haben zugunsten einer Verschwörungstheorie, ist sich beinahe hundertprozentig einig, dass Ruth Payne, welche Marina Oswald und die beiden Mädchen bei sich aufnahmen, eine Mitarbeiterin des CIA ist. Da gab es Berge an Material dazu. Ihre Schwester war Psychologin und hat für den CIA Befragungsformulare entwickelt. Ich will diese Seitenstraße an dieser Stelle gar nicht erst öffnen, weil dahinter ein dunkler, riesiger Schlund wartet, der den Rahmen dieser Episode sprengt. Ruth Payne hat Lee Harvey Oswald den Job in der Texas Schoolbook Depository besorgt, und der Mann, der Oswald in die Arbeit fahren konnte, wohnte 50 Meter Luftlinie entfernt und arbeitete im selben Gebäude. Ich kann nicht beantworten, welche Art von Hebel oder Einfluss oder Druckmittel Ruth und Michael Payne, beide reich, elitär, gebildet und extrem gut vernetzt, auf zwei Simpletons wie Buell Wesley Frazier und seine Schwester Linnie Mae Randall ausübte. Und ich befürchte, wir werden die Wahrheit nie erfahren. Es wird allgemein angenommen, dass Ruth Payne der Händler von Marina Oswald war, während Michael Payne ihr Ehemann der Händler von Lee Harvey Oswald war. Was genau ein Händler ist, in dem Vokabular der Geheimdienste, muss ich vermutlich nicht erklären, weil das ein Begriff ist, der ständig in all diesen Netflix- und Sky- und Hulu-Serien vorkommt, die den CIA oder MI6 verherrlichen. Das ist natürlich alles recht spekulativ, aber dass die Paynes einen psychologisch effektiven Griff um den Nacken von Buell Wesley Frazier und Linnie May Randall hatten, ist dabei zu erwägen. Denn sämtliche Betrachtungen von Ruth und Michael Payne riechen massiv nach Schwefel, das könnt ihr mir glauben. Somit wird angenommen, dass die Gardinenstangengeschichte komplett erfunden ist und von Frasier bis heute wie ein Liedchen aufgesagt wird, da es nun zu diesem unverzichtbaren Mosaiksteinchen geworden ist in diesem riesigen Puzzle. Übrigens ist die Zeugensituation in der Texas Schoolbook Depository ziemlich dünn. Man würde ja denken, dass ein Mitarbeiter einer Versandfirma, der morgens mit einem Paket unterm Arm reinkommt, von jemandem entsprechend registriert wird. Doch Oswald hatte bei diesem schlechtesten Attentatsplan der Menschheitsgeschichte ein atemraubendes Glück an jeder Ecke und Wendung dieses Plans. So schreibt der Warren Report auf Seite 133 Ich übersetze hier mal kurz ein Angestellter, Jack Doherty, glaubte Oswald dabei gesehen zu haben, wie er in die Arbeit kam, erinnerte sich aber nicht daran, dass Oswald irgendetwas in seiner Hand trug, während er durch die Tür kam. Keine anderen Angestellten wurden gefunden, die Oswald an diesem Morgen beim Betreten des Arbeitsplatzes gesehen haben, soweit der Warren-Report. Dennoch ist diese Geschichte, ungeachtet all ihrer Verdachtsmomente und Widersprüche, in den Mittelpunkt der Lone Gunman-Theorie gerückt. Übrigens, als Lee Harvey Oswald nach seiner Verhaftung verhört wurde, kam das Thema auf die Gardinenstangen zu sprechen, und Oswald hatte keine Ahnung, wovon der Ermittler da sprach. Auf der Seite 604 des Abschlussberichts der Warren-Kommission wurde eine ganze Schreibmaschinengetippte Aussage von Captain J. W. Fritz, leitender Polizeioffizier des Dallas Police Department, abgedruckt. Darin sagt der Polizeikapitän. I asked him if he had told Buell Wesley why he had gone home a different night and if he had told him anything about bringing back some curtain rods, he denied it. Auf Deutsch: Ich fragte ihn, ob er denn gegenüber Bill Wesley Fraser gesagt hatte, weshalb er an einem abweichenden Tag mit ihm nach Hause fuhr und ob er ihm irgendetwas darüber erzählt hatte, dass er irgendwelche Gardinenstangen zurückbringen müßte. Er, also harry Oswald, bestritt es. An dieser Stelle müssen wir ein interessantes Detail festhalten. Als dann die Warring-Kommission gegründet wurde und zu ermitteln begann, im Grunde begann deren Arbeit im Dezember desselben Jahres, und eine der ersten Fragen ging in Richtung der Dallas Polizei wegen den Verhörprotokollen mit Lee Harvey Oswald, der einen beachtlichen Teil seiner letzten zwei Tage im Büro von Captain Fritz verbracht hatte, es war bekannt, dass Oswald vom Freitag, den 22. November um 14:30 Uhr bis zum Sonntag, 24. November um 11:15 Uhr vormittags insgesamt zwölf Stunden verhört wurde. Zwölf Stunden. Wie die Warren-Kommission ganz beiläufig anmerkt, gibt es von diesen zwölf Stunden keine Transkripte, keine Tonbandaufzeichnungen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist der größte Kriminalfall in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Und der angeklagte Mörder wird ohne Aufzeichnung und ohne Stenografie verhört. Aber der Warren Report merkt eben an, dass die betreffenden Polizisten im Nachhinein ihre eidesstattlichen Aussagen vorbereitet haben und die Dinge eben so schilderten, wie sie sich an sie erinnern können. Das muss man auf sich ein wenig wirken lassen. Okay. Ich weiß, was ihr sagen wollt, und ihr habt absolut recht. Warum heißt diese Episode Ralph Leon Yates? Wer ist das und was hat er mit all dem zu tun? Nun, schnallt euch an, festhalten. Und vorweg gesagt, hätte ich diesen Fall nicht recht detailliert bei James W. Douglas in seinem Buch JFK and the Unspeakable gefunden, ich hätte Ralph Yates nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt weil die Story so verrückt klingt. Ich hätte es für eine weitere, nicht nachprüfbare Verrücktheit am Rande des Geschehens gehalten. Und diese Story hat auch eine zweite Quelle, die ich für sehr zuverlässig halte, nämlich das schockierend präzise recherchierte Buch von John Armstrong mit dem Titel Harvey and Lee. Und diese doppelte Quellenlage war mir schon wichtig angesichts der Brisanz dieser Geschichte. Also, Ralph Leon Yates war ein Kühlschranktechniker, der für die Texas Butcher Supply Company in Dallas arbeitete. Er war also mit seinem Kleinlastwagen bei allen Firmen unterwegs, welche ihre Kühlsysteme von dieser Firma hier bezogen, und wartete die Kühlhallen, wo all das Fleisch hing und gelagert wurde. Unsere Geschichte findet am 20. November 1963 statt, am Mittwoch. Zur besseren Orientierung. Am Donnerstag fährt Lee Harry Oswald einen Tag früher mit Buell Wesley Frazier nach Irving mit, um bei Marina Oswald im Haus von Ruth Payne zu übernachten. Und am Freitag fährt er, angeblich mit dem länglichen Paket auf dem Rücksitz, mit Frazier in die Stadt zum Arbeiten. Am Mittwoch, also zwei Tage davor, dreht Ralph Yates seine Runden in Dallas und Umgebung und fährt um 10.30 Uhr vormittags auf dem R. L. Thornton Expressway Er bemerkte in Oak Cliff unweit der Berkeley Avenue, wo sich eben die Auffahrt zu diesem expressway befindet einen Anhalter. Das ist also ungefähr drei Minuten von der Stelle entfernt, wo Lee Harry Oswald sein kleines möbliertes Zimmerchen bei Mrs. Johnson in Untermiete hat. Ralph Yates hält an und nimmt diesen Anhalter mit. Yates gab später beim FBI zur Aussage, dass der Mann ein längliches Paket trug, zwischen 120 und 135 Zentimeter lang. Ein Paket, das aus braunem Verpackungspapier gebildet wurde. Yates sagte dem Mann, er könne das Paket doch hinten auf die Ladefläche des Kleinlasters legen, doch der Mann bestand darauf, es mit in die Fahrerkabine zu nehmen. Dort erklärte er ihm, in dem Paket befänden sich Gardinenstangen. Während die beiden weiterfuhren, entstand zwischen ihnen ein wirklich seltsames Gespräch. Anfangs sprach der fremde Mann über Nachtclubs in Dallas, und das ist etwas, worauf ich noch zurückkommen werde. Doch dann merkte er jetzt an, die Stadt sei gerade etwas unruhig in den Straßen wegen dem Besuch des US-Präsidenten in zwei Tagen. Und der Fahrgast war an diesem Thema sehr interessiert. In dem betreffenden FBI-Bericht steht folgendes. Yates gab zur Aussage, dass ihn der Mann dann fragte, ob er sich vorstellen könne, dass der Präsident in so einer Situation von einem Attentäter getötet werden könnte, ob so etwas eben nicht machbar sei. Yates meinte daraufhin, dass so etwas nicht undenkbar sei, der Mann sinnierte weiter darüber, ob denn so etwas vielleicht vom Dach, oder aus dem Fenster der umliegenden Gebäude möglich wäre, und Yates erwiderte, dies sei schon vorstellbar, wenn das Gewehr gut ist und ein Zielfernrohr hat und der Schütze sein Handwerk versteht. Yates erzählte dann weiter, dass der Mann unter seine Kleidung griff und plötzlich ein Foto hervorzog, auf dem sich leicht erkennbar ein Mann befand mit einem Gewehr in der Hand, das ein Zielfernrohr hatte, und fragte ihn, ob so ein Gewehr dazu taugen würde. Yates meinte daraufhin, dass er den Lastwagen lenken müsse und nicht so genau auf Fotos schauen kann, aber dass man es wohl nicht ausschließen kann, dass so etwas möglich wäre. Der Mann steckte das Foto wieder ein und fragte Yates, ob er denn die Route der Autokolonne kenne, woraufhin Yates geantwortet hatte, er würde sie nicht genau kennen, aber sie sei in den Zeitungen abgedruckt gewesen. Der Mann fragte dann auch, ob Yates sich vorstellen kann, dass der Präsident die Route ändern könnte, nachdem sie so derartig publiziert wurde. Yates sagte darauf, dass er es bezweifelt, außer es gebe dafür irgendwelche Sicherheitsgründe. Der Anhalter bat darum, an der Houston Street rausgelassen zu werden. Yates ließ ihn an der Ecke Houston, Elm aussteigen, also genau dort, wo sich die riesige, scharfe Kurve befindet vor dem Eingang zum Texas Schoolbook Depository. Yates beschrieb, dass der Mann sich dann in nördliche Richtung begab. Tja, willkommen in meiner Welt wir befinden uns also im mittwoch zwei tage vor dem anschlag einen tag bevor oswald vorzeitig mit buell wesley frazier nach irving mitfahren wird um bei marina zu übernachten. noch am selben mittwoch kehrte ralph yates zur hauptfiliale seines arbeitgebers zurück und erzählt dort sogleich seinem kollegen dempsey jones von diesem obskuren sichtlich befremdlichen anhalter den er nach downtown dallas mitgenommen hatte. Dempsey Jones würde damit zu einem unfreiwilligen, doch auch wichtigen Zeugen für Ralph Yates. Und auch Dempsey Jones wurde vom FBI später befragt und gab zu Protokoll, dass an diesem Mittwoch tatsächlich Yates reingefahren kam und ihm von dem befremdlichen Anhalter mit seinen Gardinenstangen erzählt hatte. Einen Tag bevor Oswald zu Buell Wesley Frazier über die Gardinenstangen gesprochen haben soll. Doch bei Ralph Yates sank sichtlich die Kinnlade, als dann am Freitag, nachmittag, in den Medien die Hölle losbrach und in der Dili Plaza tatsächlich der Präsident erschossen wurde und innerhalb von drei Stunden die TV-Stationen begonnen haben, das Foto von Lee Harvey Oswald zu zeigen. Denn Ralph Yates hätte schwören können, dass dieser Lee Harvey Oswald wie dieser Anhalter aussah. Ralph Yates volontierte seine Aussage bei den Behörden, er dachte, das muss wichtig sein für die Ermittlungen. Und sein Interview mit dem FBI, das erste von mehreren, fand am 26. November 1963 statt, also vier Tage nach Kennedys Tod und zwei Tage nach Lee Harvey Oswalds Tod. Was im Nachhinein für gewisse Unruhe sorgte, war die Geschichte über die verdammten Gardinenstangen, die der Anhalter dabei hatte. Denn am 26. November war noch nichts in der Öffentlichkeit darüber bekannt. Die Öffentlichkeit erfuhr erst Monate später von den Gardinenstangen, vorausgesetzt sie hatten die Geduld, sich dabei in den Warren Report zu vertiefen. Wie konnte Yates bereits zwei Tage nach Oswalds Tod irgendetwas über Gardinenstangen wissen und erzählen, wenn dies erst in zehn Monaten das zentrale Mosaikstück der Warren Kommission werden sollte? Bei all diesen Geschichten von Leuten, die etwas gewusst haben, was sie gar nicht wissen durften, weil dies eben die offizielle Version torpediert, war man immer bemüht, die Zeitleiste so weit zu manipulieren, so dass es möglich war zu sagen, diese Person hatte offensichtlich von diesen Dingen in der Zeitung gelesen und sich den Rest ausgedacht. Soll ja vorkommen. Das war hier aber nicht möglich und bereits am 10. Dezember und dann wieder am 3. und 4. Januar wurde Ralph Yates immer wieder beim FBI vorgeladen und erneut und erneut befragt. Im Januar dann bereits mit einem Lügendetektor. Die Schlussfolgerungen des FBI waren: Die Geschichte muss zwingend eine seltsame Fantasie sein, aber der Zeuge selbst ist tief davon überzeugt, dass sie wahr ist, weshalb der Lügendetektor bei ihm nicht wirklich anschlägt. Ich glaube Folgendes. Hätte es nun die zweite Gardinenstangengeschichte mit Buell Wesley Frazier nicht gegeben, Ralph Leon Yates wäre der Grundzeuge der warren kommission geworden, und man hätte den Transport der Waffe in die Texas Schoolbook Depository vermutlich bereits auf den Mittwoch gelegt. Beide Versionen der Geschichte wären zwar suboptimal gewesen, doch in der Überführung eines Verbrechers, der zu diesem Zeitpunkt bereits tot war und dessen Image in der Weltpresse zur gleichen Zeit durch den Kakao gezogen wurde, hätten beide Versionen gereicht. Und wenn ich sage suboptimal, meine ich damit, dass die Freitagsgeschichte von Buell Wesley Frazier ein paar komische Löcher hatte bezüglich der Länge des Pakets und des komischen Tragen des Pakets unter der Achselhülle und all diesen Unsinn während die Mittwochsgeschichte von Ralph Yates den Nachteil hatte, dass es einen Oswald beschrieb, der sich zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr bei Ralph Yates im Auto befand, während er sich eigentlich an seinem Arbeitsplatz im Texas Schoolbook Depository aufhalten sollte. Und die letzten Tage in Oswalds Leben sind minutiös recherchiert. Oswald war am Mittwochvormittag nicht zwischen Oak Cliff und Downtown unterwegs gewesen. Er war an seinem Arbeitsplatz. Es ist nichts darüber bekannt, dass ihm der Arbeitgeber freigegeben hätte, damit er unter der Woche diese gänzlich unwichtigen Gardinenstangen durch die Gegend fährt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wer war der Mann in Ralph Yates Kleinlastwagen? Wir wissen, dass es nicht unser Lee Harry Oswald gewesen sein konnte, da dieser zum selben Zeitpunkt im Texas Schoolbook Depository irgendwelche Schulbücher in Pakete verpackte. Wir wissen aber auch, dass Ralph Yates beschwor, dass der Mann identisch war mit diesem Lee Harvey Oswald, den er plötzlich auf der Titelseite einer jeden Zeitung gesehen hatte. Die Ralph Yates Geschichte fand nie Einzug in den Warren Report. Die ganze Angelegenheit wurde vom FBI unter den Tisch gekehrt. Im Warren Report hätte diese Story ein riesiges Chaos angerichtet. Darin gab es ohnehin schon genug Widersprüche, die man nicht so rauskürzen konnte. Und im Falle von Ralph Yates hatte der FBI etwas Spezielles in der Hand, das ihnen ermöglichte, es der Warren-Kommission vorzuenthalten. Denn nach seinem letzten Verhör durch den FBI am 4. Januar 1964 erhielt Ralph Yates die direkte Weisung des FBI, sich in dem Woodlawn Krankenhaus einzufinden, damals der vorrangigen psychiatrischen Klinik in Dallas. Ralph Yates hatte an dem Tag seine Ehefrau Dorothy Yates dabei. Vierzig Jahre später machte James W. Douglas sie ausfindig und ließ sich alle Details der Geschichte von ihr erzählen. Die Sache mit Woodlawn war eine ziemliche Falle. Für das Ehepaar Yates gestaltete sich die Sache wohl so, dass in der Psychiatrie seine Zurechnungsfähigkeit getestet werden sollte, und mit diesem Attest könnte der FBI dann die ungewöhnlichen Aussagen in der Akte Yates ernster nehmen. Doch das lief nicht so ab. Als an diesem Tag hinter Rolf Yates die Tür der Woodlawn Klinik zufiel, war sein Leben im Grunde zu Ende. Er wurde sofort als psychisch kranker Patient eingeliefert und verbrachte die darauffolgenden elf Jahre in diversen Psychiatrien. Interessanterweise fand man immer alle paar Jahre Anlass, ihn zu verlegen. Der FBI sagte seiner verzweifelten Ehefrau, die nun mit den Kindern allein zu Hause saß und nicht wusste, wie es weitergeht, dass ihr Mann psychisch labil ist und sich seine Wahnvorstellungen so gut eingeredet hat, dass er sogar einen Lügendetektor damit schlagen konnte. Yates Problem bestand darin, dass er in einer bürgerlichen Rechtschaffenheit, wie sie uns gelegentlich im Leben begegnet, allen Unwegsamkeiten zum Trotz darauf beharrte, dass seine Geschichte wahr ist. Und er erkannte nicht, dass es lange an der Zeit war, abzutauchen und sich nicht mehr zu dieser Sache zu äußern, wie es andere getan haben, zumindest für die nächsten 30 Jahre. Eine Woche nachdem Yates in Woodlawn eingeliefert wurde, stand er eines Nachts plötzlich vor der Haustür. Offensichtlich war er ausgebrochen, er war barfuß und trug diese weiße Krankenhauskleidung. Er hatte einen Wagen gestohlen und ist damit nach Hause gefahren. Yates drängte auf seine Frau, sofort die Sachen zu packen und ihre fünf Kinder, von denen das älteste erst sechs Jahre alt war, ins Auto zu verfrachten, was die Frau dann tat. Während sie durch die Nacht rasten, erklärte ihr Yates, dass sie alle in Lebensgefahr sind und dass man ihn in dem Krankenhaus töten wollte. Sein Verhalten mutete Dorothy ab einem gewissen Punkt so erratisch und paranoide an, dass sie Angst vor ihm bekam, was dann zu der schicksalsschweren Entscheidung führte, heimlich die Polizei zu verständigen. So landete Yates wieder in Woodlawn, doch schon bald wurde er in die Psychiatrie des Terrell State Hospital überwiesen, ungefähr 50 Kilometer östlich von Dallas, wo er die darauffolgenden acht Jahre verbrachte. Er wurde danach in das Veterans Hospital in Waco eingeliefert für anderthalb Jahre und schließlich in das Rusk State Hospital, wo er ebenfalls rund achtzehn Monate blieb. In all diesen Jahren erlaubte man ihm immer wieder für einen Monat oder zwei bei seiner Familie zu leben, vorausgesetzt, er meldete sich für weitere Behandlungen zurück. Er konnte aber nie wieder arbeiten dorothy beschrieb auch, dass ihr mann beruhigungsmittel namens thorazine und stelazine bekam und zwar in einer menge, die ihn wie einen zombie erscheinen ließ. yates leistete häufig heimlichen widerstand, indem er die einnahme der pillen vortäuschte, ähnlich wie der secret service agent abraham bolden, dessen ermittlungen rund um jfk ihn ebenfalls in eine psychiatrie gebracht haben. Doch die einschneidendste Behandlung waren die Elektroschocks. Yates erhielt in diesen elf Jahren über vierzig Elektroschocksitzungen, vermutlich in einem wirkungslosen Versuch, sein Gedächtnis zu kompromittieren. Ralph Leon Yates starb am 3. September 1975 im Rusk State Hospital. Er war 39 Jahre alt. Sein Kollege Dempsey Jones zog sich erfolgreich aus der Schlinge, denn obwohl er dem FBI gegenüber bestätigte, dass ihm an diesem Mittwoch am 20. November 1963 Ralph Yates von dem Per-Anhalter-Mitfahrer mit den Gardinenstangen erzählt hatte, fegte er weitere Nachfragen des FBI mit den Worten beiseite: Yates sei eben eine Labertasche und erzähle immer irgendwelche bekloppten Geschichten. Damit hatte er es hinter sich und der FBI ließ ihn fortan in Ruhe. Yates hatte natürlich keine Ahnung, in was er da reingeraten war. Und sein Problem war vermutlich nicht nur, dass er mit der Variante der gardinenstangengeschichte geschichte in Berührung kam, die man wenige Tage später aufgegeben hatte, sondern noch viel schlimmer, dass er mit einem Oswald-Doppelgänger in Berührung kam, der am Eingang der Texas Schoolbook Depository ausstieg, zu einem Zeitpunkt, als Lee Harvey Oswald per Luftlinie, 60 Meter weiter entfernt, im Gebäude arbeitete. Und bevor ich zu viele verwirrende Details preisgebe. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Oswald Lookalikes, die berühmten Oswald-Doppelgänger, ein zentrales Thema dieser Forschung sind. Es gibt Dutzende und Dutzende Sichtungen von Lee Harvey Oswald in den ungewöhnlichsten Zusammenhängen und zwar nicht nur, nicht nur am Vorabend des Attentats, sondern Jahre in der Vergangenheit. Schon in den 50ern gibt es widersprüchliche Biografiepunkte im Leben von Lee Harvey Oswald und es zeichnet sich recht deutlich ab, dass dieser Name von verschiedenen Leuten verwendet wurde. Es gibt sogar Ereignispunkte, die mit dem Namen Lee Harvey Oswald korrelieren, in einer Zeit, als Oswald in Minsk in der Sowjetunion war und trotzdem in der USA Ereignisse unter dem Namen Lee Harvey Oswald stattfinden. Also lange vor dem Attentat benutzen Leute seinen Namen in Abwesenheit möchte an dieser stelle jemand aussteigen wenn ja einfach die hand heben und den podcast verlassen denn ich kann euch garantieren von jetzt an wird es nur noch verwirrend für mich zeichnet sich auch zunehmend ab dass von all den oswald doppelgängern die mal minutiös und mal sehr schlampig zum einsatz kommen es aber einen speziellen pseudo oswald gab dessen leben teilweise nach dem Haupt-Oswald modelliert wurde der Researcher John Armstrong handhabt dieses Dilemma so, indem er in seinem berüchtigten Buch Harvey and Lee den Oswald, der in der Sowjetunion war und der in der Texas Schoolbook Depository arbeitete und von Jack Ruby erschossen wurde, als Harvey bezeichnet, während der andere Oswald, der deutlich maskuliner und kantiger ist und dessen Kinn etwas anders geschnitten ist, von ihm als Lee bezeichnet wird. Aber dieses Buch ist ein so verrückter, atemraubender Kaninchenbau, dass ich an dieser Stelle darüber lieber nicht sprechen möchte. Es ist einfach zu viel auf einmal. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt an Ralph Yates Aussage, der ein echtes Problem darstellt. Darüber habe ich noch kein Wort verloren. Der Grund, weshalb diese ganze Ralph Yates Geschichte für mich eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt, hat eben damit zu tun, dass man ganz am Anfang, als die Würfel noch rollten, Yates nicht aus dem Verkehr zog, sondern seine Aussage, seinen unterzeichneten Affidavit ebenfalls wieder in den Schubladen verschwinden ließ. Yates fand überhaupt keinen Einzug in den Warren Report. Das bedeutet aber auch, dass seine Akte in den darauffolgenden 40 Jahren niemandem Kopfzerbrechen bereitet hatte. Ralph Yates wäre fast der Vergessenheit zum Opfer gefallen, gerade weil er nicht im Warren Report ist. Als dann John Armstrong seinerzeit Akteneinsicht verlangte, Jahrzehnte später, bekam er die komplette Aussage von Ralph Yates kopiert, ohne geschwärzte Zeilen und all diesen Unsinn. Armstrong hat später all seine Forschungsunterlagen der Baylor Universität gespendet, hunderttausende Akten, Belege, Fotokopien. Vermutlich die historisch größte biografische Untersuchung zu Lee Harvey Oswald, ganz unabhängig davon, ob du nun Armstrongs zentrale Theorie über die Koexistenz eines Harvey und eines Lee glauben magst oder nicht. Also habe ich mir natürlich die Ralph Yates FBI Akte in Kopie besorgt und da ist, wie gesagt, noch ein anderes ungewöhnliches Detail im Spiel. Ich lese da nämlich in seinem Affidavit vom 11. Dezember 1963, unterzeichnet von den verhörenden Special Agents C. Ray Hall und Maurice J. White, darüber, dass der Anhalter, während sie in Downtown Dallas einfuhren, Ralph Yates fragte, ob er sich denn mit den lokalen Nachtclubs auskenne, und ob er schon mal in dem Carousel Club war, und dass dieser von einem gewissen Jack Rubinstein geleitet wird. Yates fragte nur verdutzt, wer? Daraus entwickelte sich dann eine Unterhaltung darüber, dass Yates eben auch viele Kühl- und Frosträume wartete, die zu den lokalen Clubs gehörten, und dass es durchaus möglich wäre, dass er in diesem besagten Karussellclub gewesen ist, ohne sich dessen bewusst zu sein. Eben tagsüber durch den Hintereingang oder so etwas in der Art. Weiter unten steht dann, dass Ralph Yates das Lee Harvey Oswald Polizeifoto mit der Nummer 54018 112363 gezeigt bekam und zu Protokoll gab, dass dies der Mann ist, der mit ihm per Anhalter fuhr. 54018 ist die Itemnummer für das sehr berühmte Polizeibild, das die meisten von uns kennen, das sehr oft auf den Titelseiten von Büchern gelandet ist, das den etwas angeschlagenen, verprügelten Oswald zeigt, kurz nach seiner Verhaftung. Und da steckt auch ein riesiges Problem dahinter, denn Ralph Yates gehört damit zu jener, Inkriminierten Gruppe aus Menschen, die Lee Harvey Oswald und Jack Ruby, dessen Name ja eigentlich Jack Rubinstein war, äh, in Verbindung bringen. Etwas, was äh, die Warren-Kommission vehement mit ausgefahrenen Krallen stets bestritten hat. Äh, die Idee, dass Lee Harvey Oswald äh, Jack Ruby, also seinen Mörder, kannte, äh, ist äh, für die Warren-Kommission nicht akzeptabel, weil es das gesamte Gebäude ins Wanken bringt. Das ist also die Situation mit Ralph Yates. Und damit dieser Widerspruch zu einer Realität vermengt werden kann, muss etwas zurechtgerückt werden. Also entweder hat er sich am Mittwoch Lee Harry Oswald aus der Arbeit geschlichen, um sich ein paar Gardinenstangen zu kaufen, und auf dem Rückweg in die Arbeit den Fahrer des Autos in ein vollkommen irrwitziges und für einen angehenden Attentäter vollkommen dümmliches Gespräch verwickelt, wohlgemerkt vollkommen unbemerkt von seinem Arbeitgeber, was keinen Sinn ergibt, da er in einem Team von zwölf Mitarbeitern arbeitete, und alle wurden sehr detailliert über seine Tagesroutine in den Wochen, vor dem Anschlag, dann später von der Polizei gegrillt. Das Fehlen eines ganzen Vormittags zwei Tage vor dem Anschlag wäre also massiv aufgefallen. Die andere Lösung des Problems ist, dass sogar Yates dem Doppelgänger auf den Leim ging. Dieser hatte schon fleißig an all den frischen kriminalistischen Spuren gearbeitet, die gelegt wurden, um Lee Harry Oswald komplett aus den Sündenbock aufzubauen, und dafür hatte man Dutzende Ereignispunkte geschaffen in der ganzen Stadt, die man dann bei Bedarf in Form von Verhörprotokollen aktivieren konnte. Aber das kann eben Redundanzen nicht verhindern. Unbenutzte Ereignisse, die man dann zügig wieder beiseite räumen muss, weil sie im Widerspruch zum Narrativ sind. Doch das klappt nicht immer gleich gut. Und ohne John Armstrong und ohne James W. Douglas wäre Ralph Leon Yates vermutlich aus dem öffentlichen Bewusstsein vollständig verschwunden. Ich muss mir einen Weg überlegen, euch solche Sachen wie seinen Affidavit zur Verfügung zu stellen. Aber dazu muss ich mir ein paar Gedanken machen, wo ich das dann hochladen sollte, etc. Verlassen wir an dieser Stelle den armen Ralph Yates, dessen fünf Kinder de facto ohne Vater aufwachsen mussten und dessen Verwandtschaft über die Frage zerrissen würde, ob er nun ein großmäuliger, paranoider Spinner war oder ob da etwas mehr dahinter steckte. Begeben wir uns zwei Tage in die Zukunft, zurück zu Lee Harry Oswald und Buell Wesley Frazier. Ich kehre da gerne zu Sylvia Mars scharfsinnigem Buch zurück, welches zu entstehen begann, als die Seiten des Warren Reports noch ganz heiß von den Druckmaschinen waren. So beschreibt sie das Verhör von Oswald durch Captain Fritz, eben dieses Verhör, von dem wir leider keine Transkripte haben. Und Sylvia Marr wundert sich zu Recht, weshalb Captain Fritz da nicht sinnvoll nachhakt. Wenn also Captain Fritz Oswald zu den Gardinenstangen befragte und Oswald geradeaus bestritt, mit Buell Wesley Fraser jemals über Gardinenstangen gesprochen zu haben, dann hätte Captain Fritz natürlich nachfragen müssen, insbesondere falls er annahm, dass Oswald ihn belügt, weshalb er dann ausgerechnet am Donnerstag zu Marina Oswald gefahren ist. Doch diese Frage scheint niemanden zu interessieren. Das sind erstaunlich schwache kriminalistische Instinkte bei einer Dallas polizeikoryphäe Doch Sylvia Mark verfolgt damit ein anderes Problem. Sie fragt, war es denn wirklich so ungewöhnlich für Oswald, mal am Donnerstag nach Irving zu fahren? Der Warren Report prägt eben dieses Narrativ, dass das eine festgefahrene, sehr regelmäßige Angelegenheit war. Freitagabends mit Buell Wesley Frazier nach Irving zu Marina. Montagmorgen mit Buell Wesley Frazier von Irving nach Dallas in die Arbeit. Und unter der Woche per Bus in das Zimmerchen bei Mrs. Johnson. Das Narrativ hier zielt darauf ab, dass Oswalds plötzliche Donnerstagsaktion ein massiver Bruch mit der Tagesroutine war, eben im Dienste eines Attentats. Aber wir haben schon in einer der ganz ersten Folgen dieses Podcasts festgestellt, dass Oswald erst seit einigen Wochen bei dem Schulbuchversand arbeitete. Und somit hatten sie dieses ganze Irving-Ritual überhaupt erst dreimal absolviert. Und Sylvia Marr schreibt. Ein FBI-Report bezüglich Oswalds Einkommen hält fest, dass er am Donnerstag des 31. Oktober abends in Irving in einem anp Store seinen Scheck mit Arbeitslosengeld einlöste. Das ist der Kommissionsexhibit 1165 in den Unterlagen der Warren Kommission. Und Marina Oswald und Ruth Payne gaben beide zur Aussage, dass sie glaubten, Lee wäre schon am Donnerstag gekommen, weil er sich mit Marina aussöhnen wollte, da sie wieder einmal einen Streit hatten. Sylvia Marsh spekuliert, ob die ganze Story mit den Gardinenstangen nicht dadurch entstanden war, weil Oswald es gegenüber Buell Wesley Fraser erfunden hatte, da sie nun mal keine so innigen Freunde waren, um ihm seine Eheprobleme zu beichten. Allerdings konnte Sylvia Marr eben nichts von Ralph Yates wissen. Dieser Name taucht erst Jahrzehnte später wieder in dieser Forschung auf. Aber aus dem Umfeld der Warren-Kommission gab es immer wieder auch Versuche, diesen Widerspruch durch irgendeine innovative Idee aufzulösen. Nämlich, dass das ganze Attentat auf Kennedy dann zu einer gefestigten Absicht wurde, als die Versöhnungsversuche am Donnerstagabend fehlschlugen und Oswald somit von seiner Psyche ergriffen war und am nächsten Tag seine grandiose Tat beging. Das hat man dann aber auch in der warren kommission nicht sehr ernst genommen, zumal man sich auf die Idee eingeschossen hatte, dass das Packpapier aus dem Texas Schoolbook Depository stammte, da es dasselbe Papier zu sein scheint, mit dem Oswald dort täglich arbeitete. Man hatte eindeutig nicht vor, den Vorsatz, den Vorbedacht und die Planung bei dieser Tat gegen den Affekt eines frustrierten Ehemanns einzutauschen. Nur die Sache mit dem Packpapierumschlag hatte die Warren-Kommission auch nie einwandfrei beweisen können. Vergessen wir mal die Größenprobleme und die Story mit der Achselhöhle. Sylvia Marr hebt hervor, dass die Kommission absolut nicht beweisen konnte, dass Oswald sich in der Arbeit das Packpapier besorgt hatte. Das mag heute etwas absurd klingen, aber damals waren all diese Dinge ein wenig teurer und somit war der Blick der Vorarbeiter hierbei sichtlich strenger. Und David Bellin, der einen hohen Anteil an Anhörungen und Befragungen für die Warren-Kommission führte, nahm hierbei auch Troy West, einen Kollegen von Oswald, der in der Texas Schoolbook Depository für die Verpackungsstation zuständig war, ins Gespräch. Das Problem war nun, dass man dort nicht einfach einen oder zwei Meter Packpapier aus dem Regal holen konnte. Das einzige Packpapier, das dort zur Verfügung stand, war auf einer großen Papierrolle und diese Rolle war in einer Maschine eingespannt, welche, während man das Papier herauszog, automatisch den Klebestreifen anfeuchtete. Und Bellin fragt Troy West, ob es denn nicht möglich ist, bei dieser Maschine das Papier so rauszuziehen, indem man es einfach anhebt, ohne dass es dabei den Befeuchtungsmechanismus berührt. Und warum ist es wichtig? Nun, schon der JFK-Researcher der ersten Stunde, Harold Weisberg, hebt das häufig übersehene Detail hervor, dass die Oswald-Tüte mit Klebeband zusammengehalten wird, und während die Klebestreifen befeuchtet wurden, hätte man es dem Papier dann angemerkt, weil das Spuren hinterlassen hätte. Doch Troy West betont gegenüber Bellen, dass es im Band 6 der Anhörungen Seite 361, dass das unmöglich ist, um Packpapier aus dieser Maschine mitgehen zu lassen, müsste man eben das ganze Gerät öffnen, so wie es beim Rollenwechsel getan wird, und dann die ganze Rolle rausnehmen. Daraus könnte man dann zum Beispiel einen Meter Packpapier abreißen und dann die Rolle wieder in den Schrank einbauen. Gut. Aber das ist ein Auffälliger Vorgang auf einem Stockwerk, wo ständig ein Dutzend Leute arbeiteten. Und niemand hat zur Aussage gegeben, trotz Fragen, die genau darauf abzielten, dass Oswald sich jemals an dem Packpapierspender zu schaffen machte. Das mag nun nicht wichtig erscheinen, insbesondere angesichts dessen, dass die ganze Gardinengeschichte vielleicht nur ein strategisches Märchen der Attentäter war, das sie sich schon lange vor dem Anschlag ausgedacht hatten. Doch es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr die Logik und die Schlussfolgerungen der Warren-Kommission auf wackeligen Beinen stehen und wie sehr dort auch gemogelt wurde, um zu einem Resultat zu kommen, das offensichtlich schon lange feststand, bevor Kennedy überhaupt nach Dallas kam. Buell Wesley Frazier wurde auch dazu befragt, ob denn am Donnerstagabend etwas an Oswald auffällig war, das vermuten ließ, dass er etwas am Körper versteckt, also vielleicht die Papiertüte um seinen Oberkörper gewickelt, wobei man dann vermutlich bei gewissen Bewegungen seltsam knistern würde. Zumal das Dallas, Texas ist und sogar im Winter. Wird es nie so kalt, dass man nun vollgepackt mit Pullovern herumlaufen würde? Auf allen Fotos, die mit Oswald aus den Monaten des Anschlags gemacht wurden, äh, trägt er nur leichte Sachen, T-Shirts, Hemden, leichte Sportjacken. Er hätte das Papier irgendwo beschaffen können, in seinem Zimmer in Oak Cliff es eines Nachts zusammenkleben können, doch dann hätte er es erstmal am Donnerstagmorgen in die Arbeit schmuggeln müssen falls er nicht all die Risiken dabei in der Arbeit gesehen zu werden auf sich nehmen wollte. Und am selben Donnerstag hätte er diese riesige Papiertüte vorbei an Wesley Frazier nach Irving schmuggeln müssen, dort irgendwie vor Ruth Payne und Marina verheimlichen. Dann hätte er sich in die Garage schleichen müssen, dort das auseinandergebaute Gewehr in die Tüte stecken und dann am Freitagmorgen die Tüte samt Gewehr aus der Garage zu tragen, ohne Ruth Payne aufzufallen oder der noch schlafenden Marina. Dann fand der ganze Zirkus mit Bill Wesley Frazier statt. What's in the bag, Lee? Nun, außer nichts davon ist wirklich passiert und die ganze Geschichte ist auf dem Mist von Ruth Payne gewachsen oder jemandem, der eben Ruth Payne sagte, was sie zu tun hat. Außer du möchtest lieber glauben, dass dieses Gewehr mehrere Wochen bei Ruth Payne in der Garage lag, an einer sehr spezifischen Stelle, die sie heute noch stolz in einem Museum zeigen, das nun aus Ruth Payne's Haus geworden ist. Und in all den Wochen hat Ruth Payne nicht gemerkt, dass da unter einer Decke ein Gewehr liegt, in einer Garage, die sie fast täglich benutzte, wo ihr Rambler Station Wagon stand und wo, ungelogen, einen Meter entfernt ihre kleine Handwerksstation eingerichtet war, wo die ach so kreative Ruth für Kinderspielzeug aus Holz schnitzte. Und als dann die Polizei nur Minuten nach dem Oswald im Kino verhaftet wurde, Ruth Payne und Marina Oswald sofort verhörte. Und Ruth Payne begrüßte sie flapsig mit den Worten, ich habe euch schon erwartet. Etwas, das sie später ein wenig bereute, denn als sich Tage und Wochen später das endgültige Narrativ formte, wurde es zum Fakt, dass sie vollkommen überrascht von der Polizei war und absolut keinen Grund besaß, anzunehmen, dass der Ehemann ihrer kostenlosen russischen Untermieterin gerade den Präsidenten der USA erschossen hatte. Und als das Verhör dann ablief und die Polizei nach Waffen fragt, etwas, das die Quäkerin Ruth natürlich verneint, dreht sich Marina zu ihr und sagt auf Russisch: Aber es gibt Lies Gewehr in der Garage. Und Ruth ist total überrascht, was für Gewehr. Und welcher Idiot macht seine grandiose Tat als der größte Attentäter des 20. Jahrhunderts davon abhängig, dass seine Mordwaffe zum Glück nicht von der Hausbesitzerin in ihrer eigenen Garage entdeckt wird? Wer verlässt sich dabei auf ein derartiges, unglaubliches Glück? Außer, alles was ich nun erzählt habe ist Humbug und Oswald sagte die Wahrheit, als er sagte, er hätte nie ein Gewehr bestellt oder Gardinenstangen in Buell Wesley Auto transportiert. Denn genau bei diesen Detailfragen wird deutlich, wie holprig die offizielle Story ist, wie da vorne und hinten nur Ungereimtheiten vorherrschen und wie sehr das alles hastig zusammengenäht wurde, um es dann der amerikanischen Bevölkerung als die beruhigende Antwort zu bieten. Keine Angst, es gibt keine Verschwörungen, es war nur ein einzelner Spinner. Wir werden fortan eure Präsidenten besser beschützen. Und dieser eine Punkt stimmt, die Ära der offenen, herzlichen Limousinen, wo sich Eisenhower oder Kennedy dem Volk zeigten, war an dieser Stelle für immer vorbei. Für heute soll es aber reichen. Ich bin sicher, dir summt auch ein wenig der Kopf gerade, aber vielleicht hörst du das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis bald. In the or when there was something which occurred which caught my eye in this immediate area on the embankment. And what this was, I could not state at that time, and at this time, I could not. Uh, As the presidential limousine was rounding the curve on Elm Street, there was a loud explosion. At the time, I didn't know what it was, but it sounded like a loud firecracker or a gunshot. And it sounded like it came from the left and in front of us towards the wooden fence. And there was a puff of smoke that came underneath the trees on the embankment. At the time the shots were fired, did you look at the book depository building? No. Uh, did you think at that time that the shots came from the book depository building? No, I thought it came from a fence. Uh, between the book depository and the railroad track. I looked up and saw a man running up this hill.